Die letzte Stufe im Game-Seminar des HPI ist eingeläutet. Für The Tree Anlass, noch einmal alles zu geben. Doch. Wir haben leider die schlechte Nachricht bekommen, dass Dimitri krankheitsbedingt ausfällt für den Rest des Game-Seminars. Und deswegen werden wir zu zweit, Valentin und ich, das Projekt abschließen müssen. Wir sehen es als Herausforderung und denken, wir können es schaffen. Das Feedback des Nutzertests wurde schon bearbeitet und Steuerung und Spielablauf optimiert. Nun soll The Tree sein finales Aussehen erhalten und aus bloßen Kreisen Sonnen und Planeten werden. In der Mitte müsste es heller sein und der Radius müsste halt sich irgendwie wellen, es müsste animiert sein. Den beiden Entwicklern ist klar, Hollywood-Effekte sind in den verbleibenden 4 Wochen nicht möglich. Trotzdem soll natürlich das Beste rausgeholt werden. Mir fehlt hier irgendwie an der Stelle der Farbverlauf, ja. Und dann das Halo außenrum. Die Zeit ist ein wesentlicher Punkt. Wir haben nur eine begrenzte Zeit und müssen jetzt entscheiden, welche Komponenten können wir in dieser Zeit umsetzen. An diesem Punkt geht es darum, dass die einzelnen Komponenten auch wirklich schick aussehen. Dass auch die anderen Teams des Game-Seminars ihren Spielen gerade den letzten optischen Schliff verleihen, kommt The Tree sehr gelegen. Denn Konkurrenzdenken gibt es nicht. Jedes Team entwickelt natürlich sein eigenes Spiel, aber wir haben durchaus Berührungspunkte, wo wir uns austauschen können und das nimmt einem manchmal ein bisschen Arbeit ab. So kann The Tree auf Programmcode aufbauen, den die Mitstudenten für die Visualisierung ihres Spiels bereits entwickelt haben. Die Terminus-Gruppe haben für ihr Gelände eine Noise-Funktion verwendet, um die dynamisch zu generieren. Und wir haben dann für unseren Nebel auch eine Noise-Funktion verwendet und uns da von deren Noise-Funktion inspirieren lassen.